Praise the Lord, mighty prophet of the Lord. Preist den Herrn, mächtiger Prophet des Herrn. Amen. Now the Lord has spoken with me. Amen. Jetzt, der Herr hat mit mir gesprochen. About the mission that is coming up in Namibia. Über die bevorstehende Mission in Namibia. And in that conversation. Und in dieser Unterhaltung. The Lord has shown me a lot of immorality in Namibia. Hat der Herr mir viel Unmoral in Namibia gezeigt. And he took me to this particular community in the village. Und er brachte mich zu dieser speziellen Gemeinschaft im Dorf. Where one man has many wives, some of them young wives, others old. Wo ein Mann viele Frauen hat. Einige von ihnen sind junge Frauen, andere sind alt. And I can see a small hill. Und ich kann einen kleinen Berg sehen. And the Lord makes him show me a bit of his land. Und der Herr bringt ihn dazu, mir ein wenig von seinem Land zu zeigen. Er hat all dieses Land. Er hat für jede Frau ein kleines Haus gebaut. There's a lot of polygamy. There's a lot of sexual immorality in Namibia. Es gibt viel Polygamie. Es gibt viele sexuelle Unmoral in Namibia. And the Lord has now brought this to my attention as I prepare to leave for that country. Und der Herr hat dies jetzt zu meiner Aufmerksamkeit gebracht, während ich mich vorbereite, in dieses Land zu gehen. Sexual immorality. Sexuelle Unmoral. I see this particular community. Ich sehe diese spezielle Gemeinschaft. That caught the attention of the Lord. Die Aufmerksamkeit des Herrn erregte. Where they have many wives, many wives. Wo sie viele Frauen haben, viele Frauen. And they have built huts in a row, in a line for the wives. Und er hat Hütten in einer Reihe gebaut, in einer Linie für die Frauen. One wife is an elder wife. Eine Frau ist eine ältere Frau. And then the next neighbor. Und dann der nächste Nachbar. I see the Lord as he takes me to tour this land. Sehe ich, als der Herr mich in dem Land herumführt. Of Namibia. Von Namibia. I see. Ich sehe. The witchcraft. I now see people doing witchcraft. Ich sehe die Hexerei. Ich sehe jetzt Leute, die Hexerei vollziehen. They're dressed in traditional clothes, a little bit not well clothes. Sie sind in traditioneller Kleidung gekleidet. Ein wenig nicht so gute Kleidung. Yeah, almost naked, but dancing there, men and women. Aber fast nackt. Sie tanzen dort, Männer und Frauen. They're dancing in a certain way, raising their hands up like this and shaking their shoulders like this. Sie tanzen in einer bestimmten Weise. Sie heben ihre Hände hoch, so etwa, und sie wackeln mit ihren Schultern, so etwa. As they're doing witchcraft. Während sie Hexerei betreiben. In Namibia. In Namibia. So, the Lord is sending me to Namibia with a very stern message of repentance. Nun, der Herr sendet mich nach Namibia mit einer sehr strengen Botschaft zur Buße. He has already brought to his own attention. Er hat sogar schon zu seiner eigenen Aufmerksamkeit gebracht. And brought to my attention the sexual sin. Und brachte zu meiner Aufmerksamkeit die sexuelle Sünde. That is in that land, polygamy, the marrying of many wives. Die in diesem Land ist, Polygamie, das Heiraten vieler Frauen. In the villages. In den Dörfern. And then I see witchcraft. I see a lot of witchcraft. Und dann sehe ich Hexerei. Ich sehe viel Hexerei. The Lord makes me walk there. Der Herr bringt mich dazu, dort zu gehen. And he allows those people, he makes them talk to me without knowing they're talking to me. Und er erlaubt diese Leute, er bringt sie dazu, dass sie mit mir reden, ohne dass sie es wissen, dass sie mit mir reden. They describe to me everything. Er hat mir alles beschrieben. They do, the immorality, the many wives. Was sie tun, die Unmoral, die vielen Ehefrauen. And the witchcraft, I see them dancing there. Und die Hexerei, ich sehe sie dort tanzen. The Lord took me to Namibia this day. Der Herr brachte mich an diesem Tag nach Namibia. And showed me the big need for repentance. Und zeigte mir die große Notwendigkeit zur Buße. That they too may prepare the way for the coming of the Messiah. Sodass sie auch den Weg vorbereiten für das Kommen des Messias. Surely the Messiah died for all people. Wahrlich, der Messias starb für alle Menschen.
including this community. Einbegriffen dieser Gemeinschaft. Now bringing that to my attention. Jetzt bringt es zu meiner Aufmerksamkeit. That a national repentance may be proclaimed forth. Dass eine nationale Buße fortverkündet wird. I see a hill like this. Ich sehe einen Berg so etwa. It's kind of a hill and es ist eine Art Hügel. They build their huts, their houses. Sie bauen ihre Hütten, ihre Häuser. Many wives, witchcraft being practiced there. Viele Frauen, Hexerei wird dort praktiziert. I see many dogs there, small dogs. Ich sehe viele Hunde dort, kleine Hunde. In their homesteads. In ihren Heimatstaaten. And children. So the Lord is calling for repentance. Und Kinder. Nun, der Herr ruft auf zur Buße. So he sends me to Namibia. Als mich nach Namibia sendet. He's calling for a national repentance in Namibia. Ruft auf zur nationalen Buße in Namibia. That there may be a deliberate effort by the church. Dass es ein bewusstes Streben gibt von der Gemeinde. To now harvest the land so that they may prepare for this big revival. Jetzt das Land zu ernten, so dass sie sich vorbereiten für diese große Erweckung. To harvest the nation. Um die Nation zu ernten. And prepare them for the glorious kingdom of heaven. Und sie vorzubereiten für das glorreiche Königreich des Himmels. They too, the Messiah died for them. Sie auch, der Messias starb für sie. Sin is sin. Sünde ist Sünde. I may be talking the Namibian sin now. Ich spreche vielleicht jetzt von der namibischen Sünde. But the Kenyan sin is sin. Aber die kenianische Sünde ist Sünde. The European sin is also sin. Die europäische Sünde ist auch Sünde. So, even as the Lord calls Namibia to repentance, also während der Herr sogar Namibia zur Buße aufruft, he is also calling all the other nations, ruft auch all die anderen Nationen auf. And all the other people to repentance. Und all die anderen Leute zur Buße. The Bible in the book of Acts, chapter 17, verse 30, he says. Die Bibel in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 30, sagt. In the days of old, in the past, God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. Why? In der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Warum? Because he has now appointed a day. Denn hat jetzt einen Tag ernannt, when the Messiah would come and judge the nations. Wenn der Messias kommen wird und die Nationen richten wird. Take the holy to heaven. Die Heiligen in den Himmel nimmt and judge those that will have failed to walk in righteousness. Und diejenigen richtet, die verfehlten in Rechtschaffenheit zu wandeln. May the Lord bless you, the Messiah is coming. Möge der Herr euch segnen, der Messias kommt.